Na komm her. So, dann mache ich nämlich auch das hier gleich. Dann, ist das nicht so. Na, habe ich das alles am Stück mal gemacht. Ach, aber dann kann ich ja gleich hier drin auch ausfüllen, wenn ich schon dabei bin. Kann das mit den Treppen ja auch zum Schluss machen. So, eine Runde damit. Da haben wir schon das Holz drauf. Okay. Dann baue ich hier mal vor. Dann ist das viel einfacher. So, einmal links, einmal rechts, einmal in die Mitte. Sehr gut. Und jetzt müssen die an der Seite wieder weg. So, okay. Jetzt baue ich aber hier weiter. Ein bisschen Leiter habe ich noch. Da muss ich... Achso, da hätte ich ja gleich mal im Lager nach Leitern schauen können. Aber ich kann es noch mal so die ein oder andere Runde machen. Es wird ja auch schon wieder Abend. Oder es ist schon Abend, es wird bald Nacht. Achso, ah, Moment. Jetzt eine Runde machen, genau. Und dann kommt ein Fenster. Also pro Seite, ne? Also, ah, nee, Moment, was mache ich denn? Ah, nein. Da muss doch Holz hin. Nee, halt falsches Werkzeug. So. So, okay, jetzt aber. Da. Holz, ja, da kann mehr Holz hin. Ach du blödes Insekt, entschreck mich nicht so. Ah nee, Moment, da muss ja... Ah, da muss ja ein Fenster hin. Ah, jetzt mache ich hier Holz hin. Also, nee, Moment. So. Habe ich Glasblöcke hier? Ja, habe ich hier. Ich sollte ins Bett gehen. Kommt, die Runde machen wir noch eben fertig. Und dann ins Lager um... Ja, vorne ist halt auch ein Fenster hin, genau. Jetzt ist es aber ganz dunkel. So, so und so. Sieht alles richtig aus. Ich teleportiere mich gleich mal von hier ins Lager. Sehr gut. Okay, was brauche ich jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach ja, Leitern, genau. Ich habe mir übrigens auch, das seht ihr jetzt gleich hier, eine Menge Stöckchen gemacht. Das alles so, als Amiga Link noch die Mods installiert hatte. Achso, habe ich da noch welche da? Nein, habe ich nicht. Okay, ja. Dann baue ich mir jetzt welche. Ich brauche hier noch ein paar. Ich brauche hier innen und außen welche. Und das noch für zwei Silotürme. So, auch guck mal, genau 64. Ja, okay. Fenster brauche ich nicht so häufig, das macht nichts. Okay, so, ich lege mich mal eben hin. Mal wieder hier im Lager. Ich könnte das hier oben auch mal ein bisschen wohnlicher gestalten. Das sieht auch nicht gut aus hier. Naja, ach, ich weiß nicht. Ist auch nicht so nötig. Und mit diesen Öfen hier können wir auch irgendwas machen. Die können da weg und dann kann an diese Wand irgendwas hin. Ich weiß nur noch nicht was. Weil wir das ja nicht mehr brauchen, ne? Wir haben ja drüben diese Öfen und ich werde jetzt immer nur diese benutzen, weil es ja viel einfacher ist. Und übrigens hat hier wieder jemand die Tür offen gelassen. Das soll doch nicht sein. Da sollen ja keine Monster reinkommen. Okay. Leiter hin. Hallo, Leiter? Nee, nicht springen. Hier. So, Leiter hin. Okay. Und dann kann ich jetzt nochmal zwei Runden hier mitmachen. Ich mache die gleich mal so. Und dann... Moment, zwei Runden da. Und dann kommt wieder heller. Ihr wisst schon, heller Sandstein. So, so, so. Okay, schön. Mann, das nervt mich, dass ich da was im Hals habe. Das ist echt... Warum denn... Warum denn immer gerade, wenn ich aufnehme? Ja, das kommt daher, dass ich da... Dass ich da rede. Dass ich da anfange zu reden. Zu reden. Und das mache ich ja sonst nicht. Deswegen wird es da wohl sein. Ich bin das einfach nicht gewohnt. Aber heute ist es ganz besonders schlimm. Ich habe auch was zu trinken hingestellt. Na gut, ich muss auch was trinken. Ich mache das einfach mal. Na,
Na, mal schauen, ob das jetzt besser wird. Kann eigentlich gut sein, aber eine Garantie ist es nicht. Okay, also jetzt nochmal eine Runde so. Ja, und dann kommt gleich das Fenster. Okay, also kann ich ruhig schon mal da mehr machen. Da zwei. So. Naja, wollte ich gar nicht, aber egal. Ich bin ja auch gespannt, ob der Sandstein reicht, den ich da jetzt habe. Ich habe ziemlich viel Sand abgebaut, während AmigaLink die Mods installiert hat. Ah nee, das war zu viel. Aber ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob das reicht. Das habe ich nicht abgezählt. Das werden wir gleich sehen. Also nee, ich glaube, den zweiten Turm machen wir nicht mehr fertig, oder? Ach, mal schauen. Jetzt machen wir erstmal den fertig. Und dann könnten wir ja mal wieder die Baustelle wechseln, denn ich habe ja heute in dieser Aufnahme noch mehr vor. So, jetzt sind nochmal zwei von den anderen. Ja, okay. Und vielleicht geht uns dann auch das Material aus, ne? Das kann ja auch sein. Eigentlich, Moment, zwei von den anderen, ja genau. Na, dann kann ich die ja gleich mal da draufsetzen, also gleich zwei immer. Ich habe übrigens, ich denke gerade an die Pilze da, noch kein weiteres Dings gefunden. Kein weiteres Sprengpulver oder wie das heißt, Schwarzpulver. Ich glaube, ich habe auch nichts mehr auf Lager, denn sonst hätte ich es ja, oder nur zwei Stück, auf jeden Fall so viele, dass ich eben kein TNT mehr draus machen kann. Ja, schade, aber das kommt schon. Irgendwann kriegen wir so viel und dann werden die beiden Pilze irgendwann fertig sein. Ich mache erst den einen fertig und dann den anderen. So, okay, und jetzt noch, aha, okay, jetzt noch, wie viele sind das denn? Zwei noch. Zwei Runden und dann kommt das Dach. Und kein Fenster mehr. Nur oben dann in der Mitte des Daches kommt noch Glas hin. Mir fällt gerade ein, wie soll ich jetzt wieder runterkommen? Ich habe jetzt keine Leiter mitgebaut. Dumm gelaufen. Ja, zur Not muss ich mich runterbauen. Wäre aber schon sinnvoll, wenn ich bald mal eine Leiter baue. Ja, habe ich was mit? Ja, doch, habe ich. Doch jede Menge Leiter mit. Oh, und ich habe auch nicht mehr viel von dem Sandstein. Aber für diesen Turm bin ich ja sowieso fertig mit dem Sandstein. Also von daher habe ich da keine Sorge. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Seite hier. Nein! Oh, nee, aber ja, ging ja noch. Ging ja noch. Okay, jetzt aber gleich mal Leiter bauen. So, okay, wunderbar. Da haben wir die Leiter. Und jetzt, nö, auch nicht, auch nicht. Ja, das gerät alles durcheinander, ne? Das bringt auch nicht. Wieso ist denn eigentlich da noch der grobe Farn da? Den brauche ich doch gar nicht. Oder nicht mehr. So, ja gut, Leiter kann ich nachher noch hinsetzen. Oh, ist ja schön, wie schnell das geht da mit dem zweiten Silo. Ja gut, wenn man die Materialien da hat, ne, dann geht es natürlich schneller. Das ist klar. Wenn man immer weg muss und Material holen muss, dann zieht sich das natürlich hin. Es wird natürlich auch fertig, ja, ist klar, aber es zieht sich hin. So, dann hätten wir dieses. Aha, und ich sehe schon, ich muss mir... Aber ich habe eine Werkbank ja hier. Ich muss wieder... Nein, ich wollte doch... Ich wollte doch eine Werkbank hinsetzen. So, nein, das hier. Ich kann das eigentlich alles jetzt zu Stufen verarbeiten. Na gut, fast alles. Nein, zu Stufen, nicht zu Treppen. So. Alles, okay. Werkbank kann weg. Wie geht das jetzt? Nee, Moment, ich brauche die Spitzhacke. Okay, da ging der jetzt auch wieder weg, aber macht nichts. So, jetzt hier. Dann fange ich einfach mal hier an. Okay, und dann einen daneben. So, und jetzt gleich schauen, dass ich den da in der Mitte wieder wegkriege. Da ging der obere natürlich wieder weg, aber das macht ja nichts. So, hier, rundum. Ich merke, dass ich gerade...
Also, nein, ich merke gerade, dass ich eigentlich überhaupt so ziemlich sicher bin auf den, auf dieser hohen Mauer hier. Das ist normalerweise nicht so. Anscheinend habe ich doch eine gewisse Routine erlangt. So, jetzt muss ich aufpassen. Ach nee, Moment, ich kann das ja so machen. Da und da sollen ja sowieso welche hin. Und da auch. Und dann kann der da drunter... Nee, soll der da bleiben? Ja doch, der soll da bleiben. Genau, so. Dann da einer, da einer, da einer und dann noch oben drauf. Ach nee, aber da soll doch da auch einer hin, oder? Moment, das habe ich doch hier auch. Ach, der, Moment, ah, der muss ja dann weg. Und dann soll da einer hin. Richtig, das habe ich irgendwie verkehrt gemacht. Okay, also nochmal, da und da einer hin. Der weg und da einer dran. Und ach ja, da auch noch. So, ja gut, ich krieg's schon hin. Aber da sind die ja. Und da muss ich dann noch zwei weghauen. Und wieder zwei hinsetzen, so. Der und der. Und ich habe gerade noch zwei da. Reicht also gerade noch so. So und so. Müsste alles so passen. Ja doch, genau, das sieht so aus. Jetzt noch ein Stück Leiter hinsetzen. Und dann das Inventar wieder sortieren, denn ich komme mir irgendwie doch nicht so klar mit dem. Naja, mal schauen. So, an die Leiter dran. So, so ist gut. Okay, innen haben wir auch noch ein bisschen was liegen. Sehr gut, Fenster sind alle da. Oben haben wir auch Licht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Tür mache ich mal zu. Schauen wir mal, ist da auch die Tür zu? Ja, da ist die Tür zu. Ja, der zweite sieht jetzt genauso aus wie der erste, nicht wahr? Irgendwie schon. Auch die Höhe stimmt. Ich meine, ich habe die gleich gebaut. Okay, gut. Dann definiere ich das jetzt alles fertig. Dann könnten wir gleich den nächsten bauen. Oder gehen wir erst noch woanders hin? Na, auf jeden Fall. Ach so. Ich habe nicht genug Material. Ich schaue nochmal eben in die Kiste, was ich da noch an Material da habe. Dann müssen wir anscheinend doch nochmal in die Wüste und Sand schaufeln. Oh, da habe ich noch was. Ich habe noch mehr. Habe ich übersehen. Das da, nö, die brauche ich nicht. Das ist Sand. Das kann ich sogar noch, auch noch einen ganzen draus machen. Und das ist ja eben Akazienzeug hier. Haben wir da noch was drin? Nein, haben wir nicht. Okay. Ach so, das kann ich ja, ja. Brauche ich gar keine Werkbank dazu. Ja, haben wir dann... Das da unten haben wir schon gebaut. Ja, okay. Ich kann also das hier weglegen. Ja, komm, dann bleiben wir jetzt gleich mal hier. Oder machen wir eine Abwechslung? Ach, ich weiß nicht. Ach nee, wir bauen jetzt den noch fertig. Fenster, ich brauche noch Glasblöcke. Oder reichen 12? Ich brauche 8, 9. Ja, dann reichen die noch. Es sei denn, ich verbaue mich. Und muss neu setzen. Ach ja, aber ich brauche Glatzstein-Sachen. Okay, also muss ich doch ins Lager. Dahin. Glatzstein, da braucht man ja doch wieder unglaublich viel. So, ah, habe ich denn eigentlich... Nein. Ich habe keine Glatzsteinstufen. Die stelle ich mir jetzt mal wieder her. Ja, das reicht aber auch. Guck mal, da habe ich eine ganze Palette voll und da noch eine ganze Palette voll. Und das reicht auf jeden Fall. Und es ist schon wieder Nacht geworden. Okay, ich schlafe aber lieber mal im Heim wieder. Wo geht's denn hin? Da hin. Und da hängt wieder das Efeu rum. Jetzt habe ich eine Schere im Inventar. Da hätte ich es mal abschneiden können. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht trinken. Also heute ist irgendwie komisch. Weiß auch nicht. Heute durfte ich eine halbe Stunde eher von der Arbeit nach Hause, weil einfach nicht so viel da war. Und ich habe mir überlegt, wie ich die Zeit nutzen soll. Aber eine halbe Stunde ist ja nun auch nicht so viel, ne? Ich werde einfach das machen, was ich ohnehin vorhatte. Was war denn das? Ich habe was gehört.